Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Bauvideo wieder. Ja, diesmal wieder ein kleiner Trailer, ein weiterer Trailer. Ich hatte zuerst überlegt, dass ich den eigentlich auf Basis des anderen Trailers machen wollte und dann so ein bisschen verändern wollte, aber dann hat das nicht so ganz geklappt und dann ist irgendwie doch wieder ein komplett neuer Trailer draus geworden. Das nächste Bauvideo wird dann ein richtig großes Wohnhaus, ein richtiges Luxushaus. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob ich das auf zwei aufteilen soll, weil das sonst sehr, sehr lang werden würde. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob das okay für euch wäre, wenn ich dann sozusagen jeweils einen Part draus mache. Und hier habe ich versucht, dass der Trailer sozusagen auf Blöcken steht und den anderen Kram dann entfernt. Das war aber irgendwie nicht ganz so easy, wie ich mir das gedacht hatte. Und ja, deshalb musste ich das leider so machen. Es geht auf jeden Fall auch. Allerdings war es halt ein bisschen umständlich, immer mit dem Hoch- und wieder runtergehen. Und irgendwann bin ich dann drauf gekommen, ja, ich kann doch jede zweite Reihe löschen. Und ja, dann habe ich hier diese Querstreben entfernt. Das waren die Markierungen, damit ich weiß, wo die Blöcke hinkommen. Und ja, da geht es jetzt schon los mit der Außenwand. Das ist wie gesagt wenn man weißes Plastik zu sehr in der Sonne stehen lässt, dann wird das ja so gelblich. Und das wollte ich damit so ein bisschen bezwecken mit diesem leicht gelblichen. Und es ist auch wieder ein Starterhaus auf jeden Fall, weil so ein Trailer als Nicht-Starterhaus wäre ja irgendwie ziemlich sinnlos. Ja, auf jeden Fall ist es aber diesmal sehr knapp. Es kostet, glaube ich, ungefähr das Haus 16.300 Simoleons. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe auch diesmal nicht die billigsten Möbel von den billigsten reingepackt, sondern auch ein bisschen teurere, die Dusche zum Beispiel und den Kühlschrank und den Herd. Und auch nicht das allerbilligste Bett, sondern mal ein anderes, weil ich mir dachte, immer nur die gleichen Objekte zu nehmen, ist ja auch ein bisschen öde. Ja, und hier habe ich die Wand eingefärbt. Da sollte die Innenwand auch so ein bisschen so ein creme ausgeblichenes, ja, weißlich cremefarben sein und dann mit so einer roten Bordüre dran, mit so einer weinroten Bordüre, und das Bad eben auch in so einem cremeweiß gehalten mit einem schwarzen Rand unten, und das Schlafzimmer dann auch ähnlich, nur noch mit einem anderen Muster in der Bordüre und mit ein bisschen einer anderen Wand. Ja. Ach ja, die Küche hat Fliesen, die habe ich dann auch in so einem dreckigen, schmuddeligen Fliesenbeige gehalten. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie man das jetzt genau nennt. Ja, hier kommt jetzt hier habe ich die Türen umgefärbt, und dann hatte ich das Grundstück zwischengespeichert, weil ich nicht wollte, weil bei meinem einen Spielstand ist das Spiel abgestürzt, während ich gebaut habe, und das hat mich so geärgert, dass ich da zwischendrin immer mal wieder gespeichert habe, und auch beim nächsten Grundstück, weil das hat mich wirklich 4 oder 5 Stunden gekostet, das zu bauen. Also das war sehr umständlich, aber am Ende sieht es dann sehr cool aus, und dieses Grundstück hier gefällt mir auch sehr gut am Ende. Nur diese Wand, die verändere ich aber auch noch, die gefällt mir nicht ganz so gut. Ja, und dann habe ich hier die Fliesen eingefärbt, und in der Küche sind dieselben Fliesen wie im Bad. Das mache ich ja oft so, und dann wusste ich nicht so genau, wo ich das Klo hinstellen soll. Ich habe es dann in die Nische gestellt. Hier kommt die Dusche und dann das billigste Waschbecken. Dafür braucht ihr Late Night, ansonsten könnt ihr auch das nächst teurere nehmen. Ich glaube, das wird nicht so viel teurer sein. Ja, dann noch einen billigen Spiegel hier reingepackt, und dann geht es auch schon weiter mit der Küche. Wieder mit den billigsten Theken, aber dem besseren Kühlschrank und dem besseren Herd. Ja, dann muss ich noch unbedingt sagen, es tut mir leid, dass die Videos von gestern erst heute kommen, also dienstags. Ich nehme das zwar jetzt alles schon am Montag auf, also den Audiokommentar. Allerdings hat irgendwie gestern, ich hoffe, dass es heute wieder behoben ist, sonst wird das Video hier wahrscheinlich auch ein bisschen später kommen, hat der Upload gesponnen. Also irgendwie komplett YouTube-Videos anschauen ging, nur Videos hochladen hat gesponnen, und ja, deshalb kommen heute wahrscheinlich mehrere Videos. Ihr werdet es ja dann wahrscheinlich sehen.
Ja, hier geht es weiter mit dem Bett und der Kommode und dem ganzen Schlafzimmer und so weiter. Eigentlich, ja genau, ich habe auch ein bisschen einen teureren Spiegel genommen und mal einen Doppeltisch, also einen Zweiertisch, einen breiteren Tisch, die nehme ich, sonst nehme ich nämlich nur die Einzeltische und irgendwie dachte ich mal, ich will mal ein bisschen anders hier das Ding einrichten und dieser Trailer überhaupt einen Fernseher? Da bin ich jetzt gerade am Überlegen. Ich glaube nämlich gar nicht. Der hat nur ein Sofa und eine Musikanlage. Also als nächstes würde ich dann da, wenn der Sinn befördert wird an seinem Arbeitsplatz, erstmal einen Fernseher hinpacken. Ja, aber dafür hat er eben ein Bücherregal und dann habe ich hier dieses schöne Kreismuster genommen und dann das Sofa anstatt lila dunkelrot gefärbt, so ein bisschen passend zu der Bordüre. Und dann kommt hier ins Schlafzimmer noch dieser Teppich und diesmal ist sogar eine Deichsel an dem Wohnwagen dran. Das hat gut gepasst und ich finde, das sieht so cool aus und das Wellblechdach ist wieder das Wellblechdach. Genau, hier kommt jetzt die Beleuchtung, da nehme ich dann natürlich immer eine andere anstatt diese teuren. Und ich liebe diese Dunstabzugshaube, die mit einfach tierisch kam. Das ist zwar wahrscheinlich eigentlich gar nicht so gedacht, oder vielleicht schon, ich weiß es nicht genau, aber die macht sich perfekt als Dunstabzugshaube. Deshalb nehme ich die eigentlich so gut wie in jedem Grundstück. Ich glaube, in dem teuren Haus habe ich es auch wieder gemacht. Genau, hier habe ich die Wand an der Tür verändert. Und ja, dann bin ich jetzt schon mit der Beleuchtung fertig. Und ich glaube, dann kommen noch so ein paar Bilder, damit das Haus noch ein bisschen hübsch dekoriert ist, nicht so langweilig an den Wänden aussieht. Und ja, ich glaube, dann geht es auch gleich schon mit der Außendeko dran. Genau, jetzt kommen hier, da habe ich wieder meine Lieblingsbüsche, die Spitzwegeriche, platziert. Und ja, das ist Unkraut, also dieses Brombeerenunkraut, wie auch immer. Dieser Trailer hat auch, wie ihr im Thumbnail schon sehen konntet, einen Grill und zwei Liegestühle. Die kommen jetzt und dann sind wir auch schon bald fertig. Ach ja, erst kommen natürlich hier die Dreckspuren, damit das nicht so schön aussieht, sondern ein bisschen heruntergekommen. Ja, dann würde ich sagen, neigen wir uns langsam dem Ende des Videos zu. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Ja, hier kommt noch ein Fahrrad hin, denn für mehr hat das Geld nicht mehr gereicht. Und dann noch ein Grill und zwei Liegestühle, wie ich schon gesagt habe. Und dann noch ein ganz bisschen Deko. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! We turn our backs, we can't help, we're gone.